Ja, hallo. Ich versuche gerade einen Fehler zu zeigen und endlich zeigt sich der Fehler auch wieder. Und zwar ist der Fehler bei mir auf meinem Laptop, meinem AMD-Laptop von HP seit einiger Zeit zu merken. Und zwar, ich weiß nicht, ob es jetzt nur wirklich in dem Programm ist hier. Und zwar geht es um das Programm GeoGebra, ein Java-Programm. Und was man gerade eben am Anfang gesehen hat, ist, dass da manchmal Teile der Grafik verschwinden und dann wieder auftauchen, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Jetzt erscheint es wieder gerade nicht der Fehler, aber hat ja gerade gesehen, dass da es kurzfristig nicht zu sehen war. Ja, im Allgemeinen ist es so, dass dieser Fehler erst nach einiger Zeit auftritt. Was ich auch bemerkt habe, ist, es ist jetzt gerade noch nicht zu sehen gewesen, ist, dass einige Teile, also zum Beispiel hier der Balken hier zwischen den beiden Teilfenstern, dass er zum Beispiel schwarz ist oder auch größere Teile, wie zum Beispiel der ganze Menü- und Werkzeugleistenbereich, dass der schwarz ist. Ich habe hier die neueste Software, also neuesten Catalyst Control oder Catalyst Treiber installiert und bin nutze SUSE 12.2. Jo. Na, hier sieht man jetzt wieder, dass der Rahmen schwarz ist und eben war es ja kurzfristig verschwunden. Ich hatte das letztens hier in diesem Teilfenster, dass also andauernd, wenn ich irgendwas machen wollte, dass dann die Objekte verschwinden. Ja, hier sieht man wieder, sobald ich über irgendeinem Objekt drüber bin, das irgendwie eine Aktion bewirkt, erscheint das dann wieder, wo es vorher etwas schwarz war. Jo. Was soll ich noch dazu sagen? Okay, also mein Mann meint, wenn man das sieht, würde das an Informationen reichen.